begrüßen Sie mit mir Dr. Franz Alt, der letzten Samstag in der Kontextwochenzeitung dem Kirchentagspräsidium deutlich gesagt hat, dass allein durch massenhafte Auftritte von Prominenten wie zum Beispiel Angela Merkel und Joachim Gauck niemand klug werde. Die stellen schließlich täglich Weichen in die falsche Richtung, auch bei Stuttgart 21. Franz Alt dagegen hat 2013 auf dem Schlossplatz zu uns gesprochen und schon damals gesagt, S21 ist eines der größten Verbrechen am deutschen Steuerzahler. Und noch ein Zitat von Ihnen, Herr Alt. Unsere Zeit ist geprägt vom Größenwahn der Großprojekte, von einem rastlosen Gigantismus. Was wir brauchen, ist eine Rückkehr zum menschlichen Maß. Wir freuen uns auf Ihre Rede. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, vor wenigen Minuten habe ich Ihnen drüben am Bahnhof einen stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden getroffen. Und er hat mich gefragt, was machen Sie denn so auf dem Kirchentag? Dann habe ich gesagt, naja, ich gehe jetzt raus und protestiere gegen Stuttgart 21. Dann sagte er, aber lieber Franz Alt, da gibt es Argumente dafür und dagegen, aber jetzt ist doch alles zu spät. Warum macht ihr das noch? Was soll das denn? Meine Damen und Herren, was ist von diesem Argument, das wir ja häufig hören heute, eigentlich zu halten? Ich war vor 14 Tagen in Österreich beim internationalen Anti-Atom-Gipfel. Dabei habe ich viele Atomgegner getroffen, die mir noch mal erzählt haben, wie das war vor 37 Jahren in Zwentendorf, wo die Österreicher ein fix und fertiggestelltes Atomkraftwerk zu 50,4% bei einer Volksabstimmung abgelehnt haben. Und dieses Beispiel ist hervorragend dafür, dass es sich lohnt, gegen unsinnige Großprojekte immer weiter Widerstand zu leisten und zu protestieren. Meine Damen und Herren, dieses geplante Atomkraftwerk Zwentendorf ist das einzige AKW auf der ganzen Welt, das komplett fertig gebaut war und per Volksabstimmung wieder zurückgenommen werden musste. Und weil Zwentendorf durch intelligenten und dauerhaften Protest gestoppt wurde, sind in Österreich alle weiteren geplanten AKWs gar nicht gebaut worden. Also ein komplett gebautes Atomkraftwerk ging niemals in Betrieb. Warum? Weil das Volk klüger war als seine Regierung. Wir können aus dieser Geschichte von Zwentendorf in Österreich drei Dinge lernen. Erstens, obwohl eine dumme Regierung gebaut hat, hat kluger Bürgerprotest den Unsinn noch verhindert. Zweitens, wenn ein 100% fertiges Atomkraftwerk gestoppt werden kann, dann kann ein erst zu 7% fertiger Bahnhof erst recht gestoppt werden. Und drittens, Stuttgart 21 ist mindestens ökonomisch so unsinnig wie ökologisch unverantwortbar. Meine Damen und Herren, was hier gebaut werden soll, ist genauso blödsinnig wie die geplante Ausländermaut auf deutschen Autobahnen. Mindestens genauso blödsinnig. Es ist doch gar nicht wahr,
was Angela Merkel befürchtet. Es ist doch gar nicht wahr, dass wir, so wie wir heute hier stehen, grundsätzlich gegen Großprojekte sind. Wir fragen nur nach dem Sinn von Großprojekten. Die geplante Energiewende ist zum Beispiel ein sinnvolles Großprojekt. Aber dieses sinnvolle Großprojekt wird doch eher von Bürgerinnen und Bürgern organisiert, als von der derzeitigen Großen Koalition oder von den großen Konzernen. Ein weiteres Großprojekt, Frau Merkel und Herr Grube, wäre zum Beispiel die Renaissance der Flächenbahn in ganz Deutschland. Aber es geschieht genau das Gegenteil. Seit in den letzten Jahrzehnten sind 31.000 Kilometer Schiene und mehrere tausend Bahnhöfe abgerissen worden. Es ist einfach Hybris, wenn eine Großstadt mitten in Europa ihre urbane Gepflegtheit für mehr als 10 Jahre aufgeben soll, nur damit einige Züge etwas schneller in München ankommen. Freundinnen und Freunde, Stuttgart 21, so wie es jetzt geplant ist, ist ein Anschlag auf die Natur, auf Kultur, auf Heimat und auf den gesunden Menschenverstand. Wichtiger als Großprojekte von Managern, Technikern und Politikern sind die realen Mobilitätsbedürfnisse aller Menschen. Für Manager und Politiker gilt bisher die Devise immer schneller, immer größer. Für die meisten Menschen aber gilt sicher, mobil, pünktlich, preiswert und bequem. Das ist eine ganz andere Philosophie. Für 90% der Bahnfahrer, für 90% dominieren die kurzen und mittleren Entfernungen bis zu 30 Kilometern und nicht die Frage nach einigen Minuten schneller von Stuttgart nach München. Primäre Aufgabe der Bundesbahn ist es doch, die etwa 1000 Groß- und Mittelstädte Deutschlands mit einem weit verzweigten Netz vieler eng verknüpfter Hauptstrecken miteinander zu verbinden. Wenn das in der Schweiz klappt, warum dann nicht in Deutschland? Die Bahn sagt, Kopfbahnhöfe sind nicht mehr zeitgemäß. Meine Damen und Herren, aber seltsamerweise kommen Frankfurt und Leipzig und Paris und London und Wien oder New York gut mit Kopfbahnhöfen aus. Nur Stuttgart soll damit überfordert sein. Das ist sehr provinziell gedacht. Der neue Flughafen in Berlin, die Elbphilharmonie in Hamburg, Stuttgart 21 hier. Warum müssen alle Großprojekte am Schluss 3- bis 4-mal so teuer sein, wie es uns am Anfang erzählt worden ist? Meine Damen und Herren, jeder Schwabe, der heute ein Haus baut, weiß doch, dass da mehr Kosten anfallen. Wenn Kosten aber so explodieren, wie hier bei Stuttgart 21 oder bei anderen Großprojekten, dann kann es dafür nur zwei reale Gründe geben. Entweder Unfähigkeit der Verantwortlichen oder bewusste Täuschung, also Betrug. Hier in Stuttgart 21 riecht es schon lange nach Betrug. Ich habe vorhin einen schönen Stick gesehen hier. Da stand drauf, die Wahrheit ist das erste Opfer von Stuttgart 21. Meine Damen und Herren, Großprojekte werden für ihre politische Zustimmung immer kleingerechnet. Aber am Schluss bekommen die Steuerzahler die Quittung. Bei einem Fass ohne Boden hilft auch kein Kostendeckel obendrauf. Ich stelle mir hier
in Stuttgart Folgendes vor: Wenn alle schwäbischen Häuslebauer ab sofort 3 oder 4-mal mehr für ihr Haus bezahlen müssten, was wäre dann hier los? Ich bin, meine Damen und Herren, kein Schwabe. Ich komme ja als Badener vom nicht-schwäbischen Ausland immer nach Stuttgart. Aber ich kann mir gut vorstellen, welche Revolution die Häuslebauer anstellen würden, wenn es ihnen genauso ging wie bei Stuttgart 21. Im Laufe der Jahre ist mir Folgendes klar geworden. Der größte Kostensteigerungsfaktor ist immer die Unwahrheit. Die meisten Großprojekte werden einfach deshalb so teuer, weil sie am Anfang trickreich schön gerechnet werden, um Politik und Öffentlichkeit zu täuschen. Frau Merkel, wo bleibt denn Ihre sparsame schwäbische Hausfrau, die Sie anderen immer als Vorbild hinstellen, wenn es um das Milliardengrab Stuttgart 21 geht? Was ist denn hier aus der schwäbischen sparsamen Hausfrau geworden? Stuttgart liegt noch immer im Schwäbischen, Frau Merkel. Mein Gott, wir haben hier einen der schönsten und effektivsten Bahnhöfe überhaupt in Deutschland. Was soll denn der Schwachsinn eines neuen Tiefbahnhofs? Nur weil einige Immobilienhaie ihre schmutzigen Geschäfte machen wollen. Das darf doch 2015 nicht mehr wahr sein in diesem Land. Meine Damen und Herren, hier wird wahrscheinlich am Ende viel mehr verschwendet, als wir uns heute vorstellen können. Für die Bahn ist das wirklich ein Debakel, aber es wird von Tag zu Tag größer, solange das Scheitern des Projekts nicht eingestanden wird. Stuttgart 21 ist bis jetzt schon eine Blamage, aber es wird allmählich zum unkalkulierbaren Risiko. Und dann wird gesagt, aber, wie vorhin der CDU-Politiker da drüben, aber die Volksabstimmung. Das Volk hat doch anders entschieden. Meine Damen und Herren, ich gestehe auch, dass ich unmittelbar nach der Volksabstimmung zuerst dachte, na gut, jetzt ist es wohl vorbei. Aber beim genauen Hinschauen, beim Recherchieren, ein bisschen recherchieren, und das müsste doch jeder Journalist dann eigentlich tun, ist mir klar geworden, dass da völlig falsche Zahlen dieser Abstimmung zugrunde lagen. Auf der Basis der heutigen offiziellen Zahlen war diese Volksabstimmung ein weiterer Volksbetrug. Und gegen Betrug, das darf man auf dem Kirchentag vielleicht noch sagen, gegen jeden Betrug müssen wir, wenn wir uns der Wahrheit verpflichtet sind, angehen. Weiter auch in der Zukunft. Als häufiger Bahnfahrer mit einer Bahncard 100 mache ich der Bahn diesen schlichten Vorschlag. Steckt doch die vielen Milliarden, die ihr hier noch einsparen könnt, so rasch wie möglich in tausende verlotterte Bahnhöfe und in die Infrastruktur einer modernen, wirklich zukunftsfähigen Bürgerbahn. Bürgerbahn in ganz Deutschland anstatt Größenwahn in Stuttgart. Aus der Energiewende wird nichts, wenn wir nicht endlich eine intelligente Verkehrswende dazukriegen. Nur dann wird aus dem Stauland endlich das Bahnland Deutschland. Unsere Zeit ist geprägt vom Größenwahn der Großprojekte und von einem rastlosen Gigantismus. Was wir brauchen, vorhin wurde es zitiert, ist eine Rückkehr zum menschlichen Maß. Small is beautiful, heißt das. Ökonomie muss dem Gemeinwohl dienen, nicht der Raffgier und dem Größenwahn weniger. Die Bundeskanzlerin hat schon vor 2 Jahren den starken Satz gesagt, Stuttgart 21 muss sich aber auch rechnen. Wir geben der Bundeskanzlerin recht.
Wir schlagen nur vor, dass er aus diesem starken Satz jetzt endlich die Konsequenz zieht. Wenn die Bundeskanzlerin ihren eigenen Satz ernst nimmt, hat sich morgen früh Stuttgart 21 erledigt. Wir haben in Deutschland Wühl, Wackersdorf, Brockdorf gestoppt, weil der Widerstand und die Kosten zu groß würden. Dann aber kann auch Stuttgart 21 noch gestoppt werden. Nur ein Abschied vom alten Größenwahn macht den Ausstieg aus der irrationalen Stau- und Autogesellschaft möglich. Deshalb fordern wir mehr Rationalität und mehr Effizienz. Nur dann wird Autofahren eines Tages auch heilbar. Die Österreicher einschließlich ihrer Regierung sind heute sehr froh und dankbar, dass Zwentendorf gestoppt wurde und Österreich damit atomstromfrei und atommüllfrei geblieben ist. Dank des Volkes. Genauso dankbar werden die Deutschen und erst recht die deutschen Bahnfahrer eines Tages sein, wenn Stuttgart 21 so rasch wie möglich erledigt wird. Es ist nicht zu spät, diesen offensichtlichen Fehler zu korrigieren. Je früher, desto besser. Und noch etwas kann die ganze Republik von ihrem Protest hier in Stuttgart lernen. Eine große und breite Bürgerbewegung, die über 5 Jahre lang in 270 Großdemonstrationen jedes Mal tausende Bürgerinnen und Bürger mobilisiert. Eine solche zivilisierte Protestkultur ist in Deutschland und Europa einmalig. Unser ganz konkreter Vorschlag zum Schluss. Statt Stuttgart 21 wird in sehr viel kürzerer Zeit und mit viel weniger Geld der verbesserte Kopfbahnhof K21 gebaut. Das hätte hohe Symbolwirkung. Deutschland würde wieder eine wichtige Rolle spielen in der europäischen Bahnpolitik. Frau Merkel, wir haben im Geiste dieses Kirchentagsmottos, das heißt ja, damit wir klüger werden, einen Vorschlag: klüger werden und oben bleiben. Und wir bitten auf diesem Kirchentag den Heiligen Geist um größere Landefläche bei unseren Regierenden. Vielen Dank.